Sehr geehrte Damen und Herren, insbesondere der Einsamkeit und des ästhetischen Handelns verpflichtet, sehen wir uns auf ministerieller Ebene versucht, einen neuen Weg der kulturpolitischen Förderung zu gehen. Ich gestehe, dies wird kein leichtes Unterfangen, da vielerorts ein Umdenken stattfinden sollte. Und nun, ich muss Ihnen nun die Streichung sämtlicher Fördermittel für den Kulturbetrieb bekannt geben, aufgrund unserer Erkenntnis, dass es für den Kunstbetrieb wieder ein Wagnis sein sollte, den Schritt der staatlichen Unabhängigkeit zu gehen. Leider beobachten wir einen maschinellen und professionalisierten Ablauf in Bezug zur Förderrichtlinie und der damit verbundene Reiz einer experimentellen Neuausrichtung im künstlerischen Sektor entfällt. Kurz gesagt, unser Föderalismus fördert eher die professionalisierte Antragstellungsmentalität als die Förderung neuer ästhetischer Lebenswege und Ideen. Deswegen sehen wir uns nicht mehr in der Rolle des Geldgebers aus Steuermitteln für den Kunstbetrieb. Wie Sie vielleicht aus der Vergangenheit wissen, habe ich als in Anführungszeichen Hardliner, als der ich umschrieben wurde, schon vor 10 Jahren mich für die Abschaffung sämtlicher Fördermittel für den Kunstbetrieb eingesetzt, um ein Umdenken zu erzeugen und damit klarzumachen, dass Kunst etwas ist, für das man sich nicht mehr bewerben kann. Es wird seit geraumer Zeit versucht, auf rechtlicher Ebene gegen diese ministerielle Entscheidung vorzugehen. Diesen Bemühungen kann ich nur meinen Erfolg wünschen, aber aus realistischen Gründen abraten und sich vielleicht oder den bekannten Nutznießern raten, vielleicht einer neuen beruflichen Richtung sinngebend erfüllend. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.